mich. Mit mir kannst du viel Tolles erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Club der Rächer. Hör mal, Klodwig, das ist doch nicht so schwierig. Hast du den Stoff verstanden oder nicht? Ich weiß es. Darf ich antworten, Frau Lehrerin? Klodwig? Ja, hab ich. Ich meine, na ja, also nicht so ganz. Ich meine nicht komplett, na ja, nein, überhaupt nicht. So, jetzt muss ich 500 Mal schreiben, ich soll den Stoff lernen. Und meine Eltern müssen es unterschreiben. Ich habe immer Pech. Wenn es eine Strafe gibt, krieg ich sie ab. Aber für uns ist das ehrlich gesagt praktisch. Ja, das stimmt, weißt du? Denn wenn du die Strafe abkriegst, dann können wir ganz ruhig bleiben. Mein Vater sagt, Faulpelze ändern sich nie. Sie haben immer schlechte Noten und landen im Gefängnis. Deswegen lerne ich gut und werde später Schuldirektor. Und wenn ich dir eine reinhaue, werde ich dann auch Schuldirektor? Du darfst mich nicht hauen, weil ich eine Brille trage. Ja, ihr habt gut lachen, aber mir ist das Lachen vergangen. Ich weiß doch nicht mal, wie ich meinen Eltern diese Strafe erklären soll. Ach, Ludwig, bleib cool. Das ist doch nicht so schlimm. Kann sein. Vielleicht hast du recht. Jedenfalls kann mir nicht noch was Schlimmeres passieren. Das geht doch nicht. Wir können ihn jetzt nicht allein lassen. Der arme Klodwig denkt wahrscheinlich noch, er ist ein Pechvogel. Naja, immerhin muss man sagen, dass... Stimmt, Jungs, das Pech klebt schon irgendwie an ihm. Nein, nein, das ist falsch. Und morgen ist sein Glückstag. Und zwar deshalb, weil wir alle gemeinsam daran arbeiten, klar? Er könnte Kapitän der Fußballmannschaft werden. Ich bringe ihm meine alten Brötchen mit. Die sind zwar hart und trocken, aber darauf kommt es ja nicht an, oder? Ich glaube, wir müssen uns was anderes überlegen. Was? Ich borg ihm meine Trillerpfeife, aber er darf nicht pfeifen. Eigentlich noch gut. Schmeckt ein bisschen wie Zwieback. Der Arme hat sich gestern Abend bestimmt ganz schön geärgert. Na klar, bei dem Pech, das er immer hat. Nein, er hat kein Pech. Er ist nur... Bitte? Jetzt seid mal still. Eine Brillenschlange. Also nein, das gibt es doch nicht. Kinder, euer Mitschüler Klodwig hat Probleme mit den Augen. Und diese Tatsache erklärt vieles. Ich hoffe, dass ihr das berücksichtigt und euch dementsprechend ihm gegenüber verhaltet. Du hast überhaupt kein Recht dazu. Und jetzt zu eurer Aufgabe. Wer von euch möchte sie vortragen? Klodwig? Bist du sicher? Mhm. Die Grille und die Ameise. Die Grille hat er den ganzen Sommer über gesungen und sich nicht um die Hört Zukunft das? Geschert. Er ist auf also einmal super gut. Begann sie, der Hunger zu plagen. Aber kein einziges Stückchen eines Blattes und... oder einer Wurzel hat er sie zurückgelegt und so ging sie zu ihrer Nachbarin. Das gibt's doch nicht. Das ist ungerecht. Das darfst du nicht machen. Adalbert, was ist denn auf einmal mit dir los? Ich bin Lehrerins Liebling und nicht du. Mein Vater sagt immer, dass zu viel Arbeit krank macht. Und darum wirst du niemals ein Schuldirektor werden. Der Arzt hat gesagt, das ist nicht schlimm. Aber wenn ich eine Brille trage, dann habe ich keine Probleme mehr in der Schule. Willst du jetzt immer Klassenbester sein, oder was? Was hältst du davon, wenn du uns deine Brille auch mal borgst? Es gibt doch keinen Grund... Naja, das heißt... Das heißt was? Na gut, aber... Dafür wirst du Kapitän in der Fußballmannschaft. Ludwig, deine Brille gegen meine Trillerpfeife. Kommt nicht in Frage. Das ist doch kein Spielzeug, Leute. Warte, nach allem, was wir für dich getan haben... Du hättest in meiner Mannschaft spielen können. Und meine Trillerpfeife kriegen können. Nein, meine Brille borge ich euch nicht. Basta! Was ist hier los? Die da wollen mir meine Brille wegnehmen, damit sie Klassenbester werden. Aber das dürfen sie nicht. Alle, wie ihr da steht, seht mir mal in die Augen, damit das klar ist. Der Erste, der es wagt, ihn anzufassen, kriegt es mit mir zu tun. Oh, also,
Wer war das mit dem Ball? Oh. Also Leute, nun macht doch nicht so ein Gesicht. Geh weg, Streber, wir wollen nicht mit dir reden, verstanden? Aber versteht ihr denn überhaupt nichts? Hm. Gib sie mir wieder. Hä? Na gut, Jungs, wir lassen den Streber in Ruhe zum Unterricht gehen. Leute, wir müssen den Club der Rächer zusammenrufen. Den Club der was? Seit wann gehört der denn da zu uns? Keine Ahnung, hab ihn nicht mal bemerkt. Gut, Treffpunkt ist in 10 Minuten. Achtung, Feind kommt. Keiner darf uns folgen. Und hier das Passwort. Viel Glück. Verzeihung bitte. Nein, jetzt hör schon auf. Ich kann mich nicht erinnern. Lass mich rein. Ich bock dir eine echte Polizeitrillerpfeife. Gut, du darfst rein. So, alle sind da. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass du hinter der Tür stehst. Leute, es sind schwere Zeiten. Mit seiner Brille ist Klodwig noch schlimmer als Adalbert. Das stimmt. Er soll wieder so werden, wie er vorher war. Ein Freund, der uns nicht verfolgt. Und unsere Strafen kriegt. Leute, ich habe einen tollen Plan. Operation Stopp die Lehrerins Lieblinge läuft an. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Oh. Guten Tag, Frau Lehrerin. Nun, mein lieber Adalbert, ist mit deiner Brille alles in Ordnung? Wo sind die anderen? Tag, Frau Lehrerin. Tag, Frau Lehrerin. Guten Tag, Frau Lehrerin. Haben wir nicht ein wunderbares Wetter? Mission erfüllt. Durch meinen Plan ist niemand mehr Lehrerins Liebling. Klotlich nicht und auch sonst keiner. Darf ich gerade von ihm reden? Wo ist er überhaupt? Gut, ich muss ja nicht immer alles verstehen. Einer Ihrer Schüler hat gestern unglücklicherweise einen Unfall gehabt, als er aus der Schule kam. Ich hoffe doch sehr, es ist nicht notwendig, euch zu sagen, dass ihr euch jetzt ganz besonders um euren Mitschüler kümmern müsst. Mein armer Klodwig, wie ist denn das nur passiert? Nein, Verräter hat meine Brille mit seinen Fingern voller Butter zugeschmiert, obwohl ich gesagt habe, er soll sie nicht anfassen. Ich hoffe, das macht er nicht nochmal. So, und da alle heute den richtigen Durchblick haben, werden wir auch besonders gut arbeiten können. Holt bitte eure Übungshefte heraus. Diktat. Oh. Klodwig, du mit deinem Arm musst selbstverständlich nicht mitschreiben. Für alle anderen, es geht los. Die kleine Petra ging fröhlich auf den Markt. Du, dein toller Plan. Oh Mann. Ich wiederhole. Die kleine Petra. Spiel den Ball zu mir. Kann ich auch mitspielen? Mit deinem Arm? Machst du Witze? Außerdem haben wir schon einen Lehrerinsliebling dabei. Ich könnte Kapitän sein. Du spinnst wohl, was? Dafür lasse ich euch hier mitspielen. Hat mir mein Vater nach meinem Unfall geschenkt. Hey Leute, spielen wir Fußball oder gucken wir Autos an? Wie das von meinem Vater. Es fehlen nur die Diamanten im Scheinwerfer. Aber dein Spielzeug, das kann man nicht essen. Und du könntest mir jetzt wenigstens deine Schokolade geben. Auf keinen Fall, du spinnst wohl. Na, hör mal. Es ist doch deine Schuld, dass ich meinen Arm nicht mehr bewegen kann. Wo kein Arm ist, ist auch keine Schokolade. Dazu hast du kein Recht. Was ist denn schon wieder los? Otto, er hat meine ganze Schokolade aufgegessen. Hm? Also wenn das so ist, kommst du mit, mein Lieber. Und zwar auf der Stelle. Hast du mich verstanden? Ich werde dich lehren, die Schwächsten auszunutzen. Und was euch angeht, das soll euch als Lektion dienen, dass ihr mir das nicht nachmacht, klar? Also, wer ist jetzt Kapitän der Mannschaft? Hm? Der Club der Rächer trifft sich nach der Schule. Weitersagen. Der Club der Rächer trifft sich nach der Schule. Weitersagen. Der Club der Rächer trifft sich nach der Schule. Der Club der Rächer trifft sich nach der Schule.
Der Club der Rächer trifft sich nach der Schule. Was sagen Sie alle? Dass man mit Lehrerinslieblingen nicht sprechen darf. Nein. Lass mich rein, sonst sage ich meinem Vater, du hast die Trillerpfeife geklaut. Geh rein. Unser Lehrerinsliebling ist schlau. Sehr schlau. Kommen wir nun zu Phase Nummer 2. Gips als die letzte Chance. Mein lieber Adalbert, was ist denn passiert? Gar nichts ist passiert, Frau Lehrerin. Der Gips ist nur Verkleidung, weil die anderen... Ja, genau. Wo sind die anderen denn? Guten Tag, Frau Lehrerin. Ja, seid ihr nicht ganz bei Trost oder was? Macht es euch Spaß, euch zu verkleiden? Guten Tag, Frau Lehrerin. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Ich bin lieber mit euch zusammen als Lehrerinsliebling. Außerdem bin ich auch wieder gesund. Übrigens, schön, dass du wieder bei uns dabei bist. Ja, finde ich auch. Den Lehrerinsliebling kann man höchstens 5 Minuten lang sein. Soll ich dir mal was sagen? Also mal ganz ehrlich, ich fand dich gut mit deiner Brille. Ja, aber ich hatte Kopfweh davon. Sagt mal, wo wollt ihr denn hin? Aber Frau Lehrerin... Es hat geklingelt. Nein. Ihr setzt euch alle wieder ganz artig auf eure Plätze. Und da ihr verletzt seid, bleibt ihr in der Klasse und übt eure Rechenaufgaben. Ihr müsst vorsichtig sein, ihr könntet euch draußen wehtun. Selbstverständlich darfst du, mein lieber Klodwig, jetzt in die Pause gehen. Na prima, danke, Club der Rächer. Ich hätte mir denken können, dass es so ausgeht. Wenn man Lehrerins Liebling spielt, hat man eben keine Freunde. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Mit mir kannst du viel Tolles erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Ich bin krank. Nick, komm schnell runter, du musst in die Schule. Was macht der so lange? Nick? Was machst du denn noch im Bett? Steh auf, sonst kommst du noch zu spät. Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe Bauchschmerzen. Wie damals, als ich mit Papa am Meer Muscheln gegessen habe. Oh, musst du dich übergeben? Grummelt es im Bauch? Dreht sich dir der Magen um? Ja, genau, der Magen. Dann rufe ich lieber mal den Doktor an. Yippie! Keine Schule! Streck die Zunge raus und sag A. Das reicht. Du kannst aufhören. Leg dich hin. Tut das weh, wenn ich hier drücke? Ja. Aua. Oh, au. Und wenn ich hier drücke? Ja, da auch. Aua. Ich finde ihn ein bisschen blass. Wir werden ihn auf Diät setzen. Und du bleibst den ganzen Tag im Bett, verstanden? Gut, Doktor. Hier ist ein kleines Stärkungsmittel. 3-mal täglich. Das ist sehr gut für die Verdauung. Das ist Lebertran. Igitt, davon werde ich erst richtig krank. Mach dir keine Sorgen. Ein bisschen Ruhe und es geht dir wieder gut. Na,
Na, Joe, was ist? Kommst du mit, ja? Wir beide, wir werden uns die Taschen vollpacken. Peng, peng! Hände hoch! Polizei! Peng, peng! Oh! Nick! Ich hatte dich doch gebeten, im Bett zu bleiben, Mama, nicht wahr? Ich kann doch nicht einfach nur im Bett liegen und nichts machen. Ist doch wahr. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Du brauchst nur ganz ruhig zu spielen. Ja, warum liest du nicht mal ein Buch? Was für ein Buch? Mama, wie spät ist es? Es ist fast 11:15. Knapp 5 Minuten später, als du mich eben schon gefragt hast. Ich langweile mich nämlich. Ich habe schon alle meine Captain-Donner-Bücher gelesen. Ist nicht endlich Essenszeit? Du kannst doch das Buch lesen, das deine Tante dir geschenkt hat. Das mit den Ponys, die sich mit den kleinen rosa Häschen anfreunden, die dann das Regenbogenland finden werden, wo alle glücklich und in Frieden leben werden. Das ist zu blöd. Das ist was für Babys. Aber ich bin kein Baby mehr. Tja, wenn das so ist, aber ich will keine Klagen mehr von dir hören. Einverstanden. Und wo ist das Buch? Es liegt im Arbeitszimmer deines Vaters. Hey Joe, guck nicht so. Den haben wir es doch gezeigt. Ich hab dir doch gesagt, dass die uns nicht aufhalten können. Mama, der Füller von Papa geht nicht mehr. Nick, sieh dir mal an, was du gemacht hast. Oh. Ich kann nichts dafür. Schuld ist der Füller. Das ist nicht meine Schuld. Nein, das ist eine Ungerechtigkeit. So, das reicht jetzt. Das ist genug für heute. Geh in dein Zimmer. Das gibt es doch nicht. Kann man dich nicht 5 Minuten allein lassen, ohne dass du etwas anstellst? Gut, geh wieder ins Bett. Ich bring dir etwas zu essen rauf. So, eine gute Brühe, ein Joghurt und ein Löffel Lebertran. Siehst du, eine Diät ist gar nicht so schlimm. Ich hätte nicht gedacht, dass man sich zu Hause so langweilen kann. Nick, sieh mal, wer dich besuchen kommt. Wie bitte? Ich sagte, sieh mal, wer dich besuchen kommt, dein Freund. Hey, hallo Otto. Hallo Nick. Wenn du wüsstest, es ist echt toll, krank zu sein. Schon weil man bedient wird, wie ein Pascha. Wenn ich dann noch an die Kumpels denke, die in die Schule gehen, während ich hier den ganzen Tag nichts als Spaß habe. Das ist aber echt komisch. Die Kumpels gehen heute Nachmittag Fußball spielen. Die Lehrerin ist krank und die Schule ist ausgefallen. Oh. Komisch, oder? Mama, kann ich mit Otto spielen gehen? Ich fühle mich schon viel besser. Kommt nicht in Frage. Du musst heute zu Hause bleiben und dich ausruhen, hat der Arzt gesagt. Nein, Mama! Doch, Nick, du bleibst in deinem Zimmer. Keine Widerrede. Gib ihm keine Süßigkeiten, Otto. Nick ist heute auf Diät. Oh Mann, das ist gemein. Hey, deine Pralinen sind gut, was? Gibst du mir welche ab? Ich denke, du bist auf Diät. Ein bisschen. Aber Pralinen darf ich trotzdem essen. Lügner. Deine Mutter hat gesagt, du darfst keine Süßigkeiten essen. Also gebe ich dir auch keine ab. Ist doch logisch, oder? Wen hast du gerade einen Lügner genannt? Na, und ob du einer bist? Lügner. Du kannst deine blöden Pralinen behalten. Du hast auch schon alle mit deinen dreckigen Fingern angefasst. Ah, meine Pralinen sind für den feinen Herrn nicht gut genug, was? Was ist denn hier schon wieder los? Hör mal, Nick, wenn ihr nicht still und artig spielen könnt, geht Otto sofort wieder nach Hause. Nein, Mama, das war nur Spaß. Wir haben nur Spaß gemacht. So geht das seit heute Morgen. Ich komme vor wie im Gefängnis. Außerdem habe ich großen Hunger. Also, wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Manchmal hilft das. Würde ich ja auch gern, aber ich bekomme heute ja nichts Richtiges. Außerdem sollte ich die Küche lieber nicht betreten. Hey, Mann, das ist echt grausam. Ja! Ich brauche einen Kumpel, der sich an meiner Stelle in die Küche schleicht. Also, du kannst dich voll auf mich verlassen. Vor allem, wenn es darum geht, deine Küche auszuspionieren.
Lebertran. Das schmeckt bestimmt gut. Ah! Das gibt's nicht. Ich hatte gesagt, was Gutes. Mann, Mist. Und dafür habe ich mich extra zusammengenommen, um dir was übrig zu lassen. Wenn du mir das so dankst, sind wir beide geschiedene Leute. Wenn's dir nicht gefällt, geh doch einfach nach Hause. Ja, das mache ich auch. Du wirst dich wundern. Guten Tag, Otto. Ja, guten Tag. Auf Wiedersehen. Herr Bleder, haben Sie vielleicht auch was zu essen für mich? Ach bitte, vielleicht ein Stückchen Brot. Ja, sag mal, meine Junge, gibt man dir denn zu Hause nichts zu essen? Nein, eben nicht. Sie sagen, das soll gut für mich sein. Hä? Oh. Guten Tag, der liebe Herr Nachbar. Was verschafft mir die Ehre? Ich wusste ja, du bist geizig. Aber doch nicht so, dass du deinem Sohn nichts mehr zu essen gibst. Hm? Anscheinend weißt du schon gar nicht mehr, was du dir noch alles ausdenken sollst. Dann erklär mir mal, wie es dazu kommen kann, dass er aus dem Fenster seines Zimmers um Essen bettelt. Hä? Was? Du wirst entschuldigen, aber ich habe plötzlich ganz viel zu tun. Nick! Was denn? Du trinkst jetzt auf einmal Lebertran? Komm runter, aber sofort! Was höre ich da? Wenn du Hunger hast, kannst du es da nicht deiner Mutter sagen? Ach Mann, also das ist wirklich gemein! Reg dich nicht auf, mein Häschen. Komm mit in die Küche. Mama macht das wieder gut. Es ist bestimmt noch Brühe übrig. Hä? Das ist Pech, am selben Tag krank zu werden wie die Lehrerin. Ja, ich weiß. Das nächste Mal passe ich besser auf. Franz, hör auf, allein zu spielen. Spiel zu uns. Ja, gut. Einer gegen den anderen. Nick ist Torwart. Und das Tor ist zwischen der Wand und der Nachttischlampe. Tja, ich weiß nicht. Schon wieder? So, jetzt reicht es aber, Kinder. Ihr geht jetzt am besten nach Hause. Na, wir gehen dann mal, Nick. Wir spielen auf dem Bolzplatz weiter. Wiedersehen, Jungs. Und du? Du bleibst jetzt in deinem Zimmer. Oh. Wenn das wieder einer von deinen Freunden ist, dann schicke ich ihn auf der Stelle zurück. Ganz ruhig, ich lasse dir was übrig. Entschuldigen Sie bitte vielmals die Störung, aber ich bringe die Hausaufgaben für Nick vorbei. Uff. Das passt gut. Lehrerins Liebling. Ein Glück, dass Mama ihn gleich wieder nach Hause schickt. Komm rein, Adalbert. Hä? Es ist sehr nett von dir, dass du an die Hausaufgaben von Nick gedacht hast. Wir sind fast fertig. Jetzt fehlt uns nur noch Geografie, Arithmetik, Algebra und Grammatik. Da bin ich wieder, mein Junge. Ich wollte noch mal nach dir sehen. Wie ist es dir heute so ergangen? Ich bin vollkommen gesund. Sehen Sie, ich muss bloß unbedingt wieder in die Schule. Na bestens.